Ja, tatsächlich die letzten Jahre schon mitbekommen, dass hier hervorragende Arbeit geleistet wird und dann einfach auch die Gelegenheit genutzt, dass Aue mich unbedingt haben wollte. Und ja, jetzt bin ich hier und hoffe, dass ich meinen Beitrag dazu leisten kann, dass es weiter so geht. Ich habe es schon mehrfach gehört. Zum ersten Mal, als wir tatsächlich aus dem Schacht rausgekommen sind, wurde es gespielt. Da habe ich nochmal nachgefragt, was das eigentlich ist. Aber natürlich dann schon aufgenommen, so ein bisschen aufgesaugt, die Atmosphäre dabei, weil jeder so ein bisschen mitgesungen hat. Und ist, glaube ich, schon ein ganz besonderes Lied hier. Habe ich jetzt, wie gesagt, schon ein bisschen öfter gehört und glaube ich, wird dann auch das erste Lied sein, das ich aus dem Erzgebirge lernen werde. Mein Idol war tatsächlich immer Didier Drogba, bis ich dann gemerkt habe, die Größe erreiche ich nicht, vor allem die Körpergröße nicht, aber natürlich so Leute wie Messi, Neymar, Mbappé, das sind so Spieler, die man sich gerne anschaut, aber ich kann eigentlich so aus jedem Fußballer schon, denke ich, was rausziehen, was ich gut finde und was ich auch, ja, wem ich auch nacheifern würde.